Hallo und herzlich willkommen zum so gesehen schon zweiten Vlog des heutigen Tages oder generell jetzt die Rückfahrt, kann ich schon sagen. Denn heute Abend fahre ich ja auch wieder zurück. Ja, und ich habe mich entschieden, das Setup ist eigentlich genau das gleiche, nur ich habe das Handy gedreht, damit hier die, soll ich sagen, das Lenkrad nicht so im Bilde habt. Ich könnte so ein bisschen umstellen und bla bla bla. Aber wir probieren ein bisschen aus. Und ich probiere aus für euch oder für mich eigentlich. Und bezüglich Tesla kommen ja so viele Nachrichten oder generell halt immer wieder solche Infos, Nachrichten übers Web zu mir oder generell zu Leuten. Und da ist es schon irgendwie extrem, was alles abgeht. Zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Update fürs Auto, sollte ich jetzt bekommen, irgendwann runtergeladen werden. Die Sonne scheint übrigens extrem. Und auch Bad ist nicht gemacht. Und wenn das dann runtergeladen ist, das Update, dann sollte anscheinend das automatische Überholen nicht mehr so automatisch gehen, wie es soll. Beziehungsweise man muss dann noch den Lenker oder den Blinker betätigen oder bestätigen oder wie auch immer man es nennen darf. Man muss einfach bestätigen. Das war es schon grundsätzlich. Aber das heißt auch, oder die Frage, die ich mir stelle, wenn man jetzt den Blinker setzen muss, um zu bestätigen, dass das Auto überholt oder überholen darf, ist es dann auch so, dass das Auto nicht mehr bei Autobahnkreuzungen automatisch halten darf oder Spur wechseln darf? Ist das so? Ist das nicht so? Weil wenn man das auch noch manuell machen müsste, dann würde ja so gesehen das Auto oder generell wir ja, der Mensch, anders vorgehen als das Auto, und je nachdem kommt es dann zu Diskrepanzen, beziehungsweise der Mensch stellt viel zu früh oder viel zu spät den Blinker, das Auto checkt es nicht und fährt komplett anders wohin, wo es eigentlich soll, beziehungsweise nicht soll. Das finde ich jetzt klar, Regularien sind da, man muss nach dem Gesetz handeln, aber mal schauen, wie das Update ankommt. Mal schauen. Das würde mich echt mal wundern nehmen, wie das dann ist. Ist zwar wahrscheinlich eher ein kleiner Eingriff ins Update, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Update. Vielleicht bekommen wir ein bisschen Reichweite dazu, vielleicht nicht. Mal schauen. Optimierung im Winter ist ja doch schon sehr viel gemacht worden. Also wirklich, das ist nicht ohne. Finde ich toll. Denn ich kann so sagen, im Herbst habe ich tatsächlich, letzten Herbst, als ich das Auto bekommen habe, habe ich tatsächlich weniger Reichweite gehabt als im Winter nach diversen Updates. Also das Auto scheint mit den Software-Updates angenehmer mit dem Motor und den Sachen umzugehen und somit auch effizienter. Ja, das Auto wird effizienter. Kann es anders nicht sagen. Ist einfach so. Mit der Zeit geht's, wenn es geht. Genau. Ja, und sonst den Tag über. Boah, mein Gehirn ist echt durchgeputzt. Das ist jetzt der zweite Part zu gesehen oder der zweite Teil oder wie auch immer man es nennen will von diesem Vlog oder Tesla Model Y Vlog, wie auch immer. Es geht ja nicht nur ums Auto generell, sondern warum ich sitze hier im Auto. So, alles gut. Autonotruf, Pannenhilfe. Die checken es nicht. Wisst ihr, ich hasse das, solche Leute, ne? Warum kann man nicht einfach aus dem Weg gehen? Das ist irgendwie so, in der Schweiz ist es glaube ich noch nicht obligatorisch, ne? Beziehungsweise es wird noch nicht, man kann nicht gebüßt werden. Ich glaube, so ist das. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es mittlerweile, glaube ich, sogar Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Man kann dafür bestraft werden, aber in der Schweiz glaube ich noch nicht. Vielleicht ist es gar nicht, also
who knows? Ich auf jeden Fall nicht. Und ja, ich bilde sie auf jeden Fall, wenn ich das Ding sehe. Ich habe es jetzt auf jeden Fall zum Glück gesehen. Aber es war jetzt kein keine Polizei oder so. Von dem her, ich weiß nicht, ob es bei Notruf, bei Auto irgendwas, Abschleppwagen auch so ist. Aber etwas ist anders in dieser Runde. Bei diesem Vlog, Podcast, was auch immer. Es ist kürzer. Ich hoffe kürzer. Und übrigens, ja, ihr habt vielleicht schon am ersten Podcast gesehen. Ich muss übrigens hier mal so den Autopilot anschmeißen. Ansonsten fahre ich hier irgendwo im Zeug rum. Soll ja auch nicht sein. Genau. Also, stimmt, ich muss mitgehen mit dem Bad. Oh mein Gott. Naja. Zu Hause wurde das auch schon gesagt. Oh, man sieht den Bad und Co. Bla bla bla. Aber eben. Eigentlich soll es in diesem Podcast nicht nur um Tesla gehen, sondern um generell. Eigentlich sitze ich im Auto und es wird gequatscht über Themen, die aktuell sind oder mich interessieren. Oder vielleicht ihr, muss man einfach ausdrucken, wenn ich dann Zeit habe. Weil gleichzeitig aufnehmen auf dem Smartphone und dann nachschauen geht bis jetzt noch nicht. Und ehrlich gesagt, bezüglich Sicherheit des Autofahrens will ich es auch nicht. Vielleicht ein Spickzettel oder so geht, aber komplette Kommentare, ja, müssen wir schauen, wie wir das machen. Aber das geht irgendwie schon, müssen wir nur gucken. Das funktioniert bestimmt irgendwie, blinke, blinke. Aber wenn jetzt Notrufauto oder Auto irgendwas durchging, dann ist wieder ein Problem. Dann haben wir einen Unfall oder so. Und dann bin ich wieder nicht um 5:30 zu Hause. Also wisst ihr? Ich war ja um 5 Uhr weg, vielleicht wissen es die wenigsten, 17 Uhr, und bin um 17.30 Uhr dann zu Hause, aber je nachdem, ja, wie man heute Morgen im ersten Podcast gesehen hat, ist es nicht so. Und genau, wegen den blauen Dingern hier, ne? Ich habe halt eben in der Brille eine blaue Lichtreflexion drin, das heißt, wenn ich bin täglich, sagen wir circa 6 bis 8 Stunden am Computer und dann. Nee, oben ist er. So. Und wenn das dann Ding halt, ja, Blaulicht halt, macht die Augen irgendwann auch müde, beziehungsweise entmüdet. Und somit seht ihr halt das Blaulicht, weil Licht irgendwie, und ich weiß nicht von wo das alles kommt, aber es ist nun mal so. Müssen wir irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Oh. Ah, hoppala. Ups. Das ist aber gut, dass das Auto bremst, finde ich toll. Ein bisschen teilweise, also schlagartig, aber das ist ja alles irgendwie Softwaregebimmel, ne? Also lieber so vorsichtig, als am Schluss ja, den schwarzen Peter gezogen und ins andere Auto reingefressen. Also da bin ich lieber so als anderswo. Stimmt. Ich nehme übrigens ja ein 4K auf und ich frage mich, ob das so gut ist bezüglich die Lichtqualität, weil mit Full HD kann man mehr arbeiten bezüglich dunkles Licht, wenn man hier in Tunnels ist. Habe ich mich auch schon gefragt, ob es so sinnvoll ist, in 4K aufzunehmen. In 60 FPS nehme ich bewusst nicht auf. Was ist jetzt los? Okay, ihr habt es vielleicht gehört, 479 sagt. Wisst ihr, was ich hasse? Das war jetzt ein Werbe-SMS. Nicht schlimm, weil von einer SMS-Nummer, die ich kenne, von der Schweizerischen Post, aber das sind mittlerweile auch so schon Anfragen, also das Werbungen, personalisierte Werbungen mittlerweile, ich finde es okay, ich bin jetzt übrigens wieder auf manuell umgestiegen, weil ich wollte. Personalisierte Werbung finde ich per se eigentlich okay. Ne? Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich persönlich, im E-Mail-Postfach geht das alles okay. Ne? Da sehe ich die, kann abarbeiten und Co., wann ich will. Ich habe das sogar so gestellt, dass dann die Werbung. Oh je, Mini, was ist jetzt hier los? Aha!
Okay, wieder mal auf 10 km/h runter. Juhu! Tägliches Brot grüßt uns heute. So, komm jetzt rüber, Auto. Komm, mach nicht hin, ich will vor dem. Ach ja, toll. Geht nicht. Es ist so zum Kotzen. Ich könnte heulen. So, wir schauen mal. Irgendwo muss jetzt etwas passiert sein, ne? So. Wumms. Ihr seht es gar nicht, aber links und rechts beide fahren im Stau. Ja, das ist das tägliche Brot, ne? Aber immerhin, ich kann sagen, nach ca. 200, 300 Meter ist es fertig. Vielleicht 400, 500 Meter. Ist jeden Tag so. Nicht so schlimm, aber es ist so. Genau. Wir hatten ja vorhin mit dem Update, ne? Ich weiß nicht, es kommt jetzt, logisch, das ist Tesla mit dem Update, dass man dann wirklich automatisch betätigen muss, dass man auch die Ding wechselt. Ich finde das in einer Hinsicht doof, weil man es dann eben aktiv machen muss. Andererseits, danke sehr, finde ich das irgendwie auch, soll ich sagen, ich persönlich finde es jetzt okay, weil ich muss immer wieder betätigen, dass ich nicht wechseln möchte. Ne? Ich bin jemand, der trost gesagt, hey, ich brauche es nicht wirklich, ich muss immer wieder aktiv sagen, ich will nicht wechseln, daher begrüße ich das Ding, aber ich kann es verstehen, dass man im Zuge der Automation hat immer automat, also ja, manuell, noch einen manuellen Eingriff braucht, ne? Das ist irgendwie immer so, man will ja eigentlich auf Automatik und Co. Oh, ich hoffe, ey, das Smartphone hier hat nicht toll heiß hier, aber hoffentlich funktioniert das alles. Hat ja keine aktive Kühlung, von dem her. Apropos Kühlung, ja? Wer was? Draußen ist 30 Grad. Wollen wir mal auf. Was wollen wir? Was habt ihr eigentlich so? Wenn draußen 30 Grad ist aktuell. Aufnahmezeit, das ist der 14. Juni, 17.12 Uhr. Mit 29 Grad, 2022 wohlgemerkt. Was. Oh, jetzt hört man vielleicht die Lüftung, ne? Weil die dreht jetzt auf wie Sau. Ey, die wird aber schon ziemlich deftig. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ansonsten schön, schön war's. Was ich auch noch gehört habe heute, dass Tesla anscheinend in Fremont oder zu wenig 2160er oder die neuesten Batterien auf jeden Fall macht. Ausfahrt, Rotenburg, Baustelle. Ah, ja, haben wir es doch. Warum jetzt wieder Baustelle? Keiner weiß warum. Ist nun so. Wird wohl wieder was gemacht. In der Hut. Ist auch so, ne? Auch so hab ich Blaulicht. Das ist einfach, weil Licht ist. Da kann ich nichts dafür, Entschuldigung. Ich hoffe übrigens. Das sieht irgendwie komisch aus hier aus meiner Perspektive. Also. So, jetzt gehen wir ein bisschen Gas hier. Ne? Wir haben ja wir haben 200, wir dürfen hier 100 fahren aktuell. Das ist 100er Zone. Ich hoffe mal, das wird jetzt ein bisschen runter mit der Lüftung. Ansonsten muss ich was nur morgens aufnehmen. Nur morgens ein Vlog machen. So. Aber ja, die Batterien, die reichen anscheinend nicht in Fremont. Anscheinend, ne? Um alle, nee, 71 sind ja die alten, 4680er, das sind die neuen, 4680er, stimmt. Das sind ja die neuen, die werden anscheinend zu wenig produziert. Noch nicht so in Massen, ist ja eigentlich logisch. Neue Batterien, neues Produkt, das braucht eine bestimmte Zeit zum Hochlaufen. Also von dem her ist alles okay, wir müssen es ja nicht auf morgen haben. Man sieht auch hier, das Auto, die Batterien, die funktionieren. Punkt aus. Man muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen innerhalb von 2-3 Stunden oder schon nicht, aber Tage, Wochen, Monate nicht irgendwas herbeizaubern, das nicht sein sollte oder das nicht so funktioniert. Es funktioniert ja, aber
Aber man muss es nicht irgendwie herbeiführen, herbeizaubern. Das ist alles, wie es gut ist. Und, aber ich finde es irgendwie spannend, dass man mit, gut, halt die Technik, ne? Die Technik ist ja immer so, das funktioniert immer. Man will immer ein Konzept, das funktioniert, nicht ändern. Das ist halt irgendwann durch menschlich, ne? Also, jetzt wirklich, es ist menschlich. Ein System, das funktioniert, will man nicht ändern. Weil es ist ja, man hat sich ja eingelebt, es ist bequem. Man, jetzt habe ich sogar ein bisschen kalt, Jungs. Oh, oh Mädels. Man will es nicht ändern, weil es funktioniert. Und aber die, wie soll ich sagen, die aktuellen Fahrzeughersteller, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber die sind alle so, die bringen alle 5 bis 10 Jahre, je nach Hersteller, pipapo, ein neues Modell raus. Also ein neues Update. Also sammeln die Updates oder Upgrades, die sie haben möchten, alle in einem Pot und holen es dann so gesehen mit einem Schlag nach, ne? Aber dann gibt es neue so gesehen neue Daten bzw. neue Hersteller, die machen das ein bisschen anders, die fließen das alles nicht so gesehen schön mit der Modellreihe gehen sie weiter, sondern halt, wenn es neu ist, zack, rein, fertig, aus. Ne? Also so machen das die neuesten Hersteller der, ich sag mal, Elektrobranche, was ja auch die Alteingesessenen auch dazu mittlerweile zugehören, wie BMW, VW, Mercedes und hast nicht gesehen. Aber da ist natürlich noch die Mentalität eine andere diesbezüglich und Updates oder generell Verbesserungen werden nicht gerade sofort übernommen. Und somit kann natürlich auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis dann Updates durchkommen. Wenn andere wieder weiter sind, aber so kann jeder sein eigenes Bier haben. Ach so, hier ist der Blitzer, daher fahren alle langsamer. Jetzt haben wir es. Blitzeralarm. Übrigens, stimmt, Blitzer dürfen in der Schweiz ja nicht durchgegeben werden, also so per App oder so. Das ist auch noch so. Habe ich auch lang nicht gewusst. Auch ich als Schweizer nicht. So, guck mal. So. Aber es ist nun mal so. Es ist so, das darf nicht, sein. Regularien halt wieder. Aber spielt da keine Rolle. Ich fahre eh nicht schneller, als die 120 erlaubt sind. Und daher ist es mir Pustekuchen. Gut, in der 30er-Zone, da ist es schlimm, ey. In der 30er-Zone, anstatt 30, 35 fährst, dann bist du weg vom Fenster gefühlt. Also dann bist du, kannst du den Fahrzeugausweis abgeben, fertig. So gefühlt. Aber, das weiß ich auch nie. So, Resümee, 18 Minuten, 13 sind noch zu fahren. Ja. 31 Minuten, kommt hin. Stimmt, da war noch heute was, oder war das schon gestern so, bezüglich Tesla möchte ja Stellen abbauen, ca. 10% der Stellen baut die Firma ab, weil wegen Wasserkopf, ne? Also es geht glaube ich nur um die Bürojobs per se, oder die Jobs, die dann halt eben oben drüber sind, also oben im oberen Segment. Die Arbeiter selbst, weiß ich nicht, ob das so ist, kann ich aktuell nicht beurteilen. Aber es wäre irgendwo durch ja doof, wenn man die Arbeiter, die das Auto bauen, per se auch wieder wegnimmt. Warum kommt das Auto schon, ne? Das war jetzt in dem Sinne eine Phantombremsung, aber eine Bremsung, die seinen Sinn hatte, muss ich wirklich sagen. Das war etwas, das jetzt der Sinn ergab. Das Auto hat gebremst, weil das Auto von links, das ist gerade Autobahnauffahrt gewesen, das Auto kam mir, meinem Auto, meinem Model Y, zu nahe in der Autobahnauffahrt. Also ich bin auf der rechten Spur und das Auto, das reinkam, war einfach zu nah bei mir ran. Also es wollte schon, das war jetzt kurz vor mir, das wollte schon rein. Hat aber irgendwie gefühlte 10 cm Platz gehabt, nicht einmal. Und hat das Auto nicht abgebremst. Es ist
berechtigt. Aber es in dem Moment, als es passiert, also die Bremsung, da haut es einem jeden aus den Latschen. Da kann man, das ist einfach so. Aber es war in dem, also ich hätte wahrscheinlich einen Auffahrunfall gehabt. Ich wäre wahrscheinlich schuld, weil ich hinten war. So, gut, die Tesla-Kamera wird wahrscheinlich etwas anderes sagen, aber ich weiß nicht, ist das mittlerweile so, dass man das auch machen kann? Also, dass das vor Gericht Bestand hat? In Krisen oder in so Spitzfindigkeiten, okay. Aber bei sowas? Gut, die Versicherung zahlt es, aber ist ja eh, ist ja doof. Ist ja alles doof, ne? Warum das passiert ist, wieso? Das ist ja irgendein ganz Quatsch mit Soße, aber naja. Was wir mal tun. Ich hoffe, nichts Gutes. Ja. Ey, das ist schon so ein Moment, ne, wenn das passiert. Ey, da geht einem die Buchse los. Ey, da bist du, das ist total alles in die Hose. Da geht alles in die Hose. So. Aber hey, wenn mal auf 21 Grad, also ich habe jetzt auf 21 Grad runtergestellt, wenn das mal eingestellt ist, dann ist okay, dann geht's. Was ich noch sagen wollte, warum ich auch eigentlich einen Podcast hier mache, einfach weil ich Erfahrungen weitergeben möchte. Vielleicht an neue Fahrer oder kundige Fahrer oder halt generell an Fahrer, die das, oder halt auch halt an Leute, die es interessiert, so gesehen. Es war vorgestern. Ich war mit meiner Freundin und einem Kind, also wir waren zu dritt hier drinnen. Ich bin kurz rausgegangen mit Smartphone und habe irgendwann einem Automaten Käse gekauft, weil am Sonntag natürlich auch die Läden zu haben. Aber er hat zum Glück ein Automat und da ging das Auto zu. Ich dachte, hey, ich bin nie so weit weg, das Auto bleibt offen. Ne? Dann ist es zugegangen und 2-3 Sekunden später, als meine Freundin hier drinnen war, also gesessen hat, ging der Alarm los. Drinnen anscheinend ein rieses Bum, Bum, Bum und draußen auch. Und da habe ich gefragt, ey, warum? Die Leute sind drinnen. Checkt das Auto nicht, dass jemand drin ist, also noch drin sitzt? So gesehen, wenn ich jetzt hier rausgehe und die hinteren sind ja auch, die haben ja auch Sensoren, dass man ja drinnen sitzt, bezüglich ist des Gurts auf jeden Fall noch, dass man ein Gurt anlegen muss. Aber der Auto hat das nicht gecheckt. Jetzt habe ich nachgeforscht, dass es gar nicht dafür gibt, also das existiert gar nicht. Heißt Option A, wenn ihr sowas habt, wenn ihr Leute oder Kinder drin habt, die sitzen bleiben und nicht rausgehen möchten, oder auch Eltern oder Großeltern oder was auch immer, oder Kinder oder Verwandte oder Frau, Mutter, keine Ahnung was, die drin bleiben möchte, dann entweder das Smartphone, wenn ihr das Smartphone gekoppelt habt, als Schlüssel drin behalten, also reinlegen irgendwo, im Auto muss es liegen, oder der Trick ist, den Camp-Modus einzuschalten oder den Hundemodus. Camp-Modus oder Hundemodus. Beim Hundemodus ist noch das Doofe, so wie ich das Handbuch studiert habe, dass das Auto von innen nicht aufgemacht werden kann. Heißt also, ist eigentlich logisch, der Hund, der darf nicht raus. Ne? Da wird es eine Meldung geben aufs Smartphone, dass der Hund, so gesehen, entflohen ist, wenn er irgendwie die Tasten drücken könnte, keine Ahnung wie, aber es würde funktionieren. Und beim Camp-Modus sind die Türen offen. Heißt also, da dürfte man rein und raus gehen. Und das finde ich auch eine gute Lösung. Einfach, wenn jemand noch drin sitzt, den Camp-Modus ein und fertig. Oh, die Rennleitung, 2 hinter mir. Oh ja, so ist es nun mal. Fertig, aus. Camp-Modus rein und gut ist. Da müssen wir noch gucken, wie wir das... Weißt du, so im normalen Handling ist das nicht ohne, ne? Also wenn ihr rausgeht, zack, gut, man muss es einmal oder zweimal den Alarm ausgelöst haben, bis man es vielleicht checkt. Aber dann hat man es, ne? Dann funktioniert es auch. Per se, also man denkt daran, irgendwann denkt man daran. Und wenn man das zweite, dritte Mal dann ein Piepen hat, dann denkt man bestimmt dann daran.
So ist das Leben nun mal. Kein Ponyhof hier. Oh, nur noch 6 Minuten. Das passt immer noch mit 31 Minuten, wenn alles funktioniert. So, mach mal hin hier. Ach ja, wie schön das Leben ist. Ah, stimmt. Tesla hat noch einen Werbespot rausgehauen von Batterien. Ich weiß gar nicht, wie und wo und wann. Ich hätte mal dem Kollegen da nebenan sagen sollen, dass die Polizei hinter uns ist. Ich habe nämlich genau jemanden gesehen, der am Smartphone hängt. Ich ja auch, aber so gesehen Freisprechanlage. Oder Freisprechanlagen mäßig. Von dem her bin ich fein raus. Ich habe das Smartphone nicht in der Hand. Schau zwar drauf, aber in Sichtweite. Ne? Von dem her denke ich mal, es geht eigentlich das. Geht das okay? Gut, es gibt auch sehr viele Leute, die haben einfach ein Smartphone angeschlossen als, als Navi. Ne? Von dem her denke ich mal, was wir hier machen, ist nicht anders als ein Navi mit Kollegen, die man bequatschen kann. Komm jetzt, Auto, bitte sehr. Mach hin, ne? Aber ja, das ist auch so ein Thema. Ablenkung mit Navi. Die Frage ist auch eher so ein Riesen, oder weißt du, oder wisst ihr so, in der Vergangenheit oder generell halt, Displays werden ja immer größer, egal wo man hinschaut. An Autos, an Smartphones und diese Hyperscreens von Mercedes und Co. Das ist ja nicht mehr normal, ne? Aber die Frage ist, das lenkt doch eher ab, so riesengroße Dinger. Ich finde das aktuelle von Tesla mit, ich glaube, 14 Zoll oder so, oder 17, ich weiß gar nicht. Mein iPad Air hat, glaube ich, um die 11 Zoll und das ist, glaube ich, 14. Ich glaube, 14, ich hätte mir eh ein iPad Pro so kaufen sollen. Zum Arbeiten ist ein iPad Pro 14 Zoll bzw. 13,9 oder so oder 12,9 viel besser. Also es geht ja nicht darum, dass man ja immer dran sitzt, sondern ich bin ab und zu mal dran und Filme schauen geht auch auf dem iPad Air. Noch ist die Hälfte günstiger, das kommt noch dazu. Genau. Aber zurück zum eigentlichen Thema des Batterien-Fauxpas. Die haben einen Werbespot auf LinkedIn oder LinkedIn gepostet, soweit ich es mitbekommen habe. Und ich habe das zuerst nicht wirklich angeschaut, also schon angeschaut, aber nicht wirklich so im Detail. Und da fiel mir auf, als ich drüber geschaut habe, warte mal kurz. Überall sind die Batterien, so gesehen mit dem Dingsbums, mit dem Pluspol, kann man schon was sagen, oder Minuspol, auf jeden Fall mit einem Pol auf der richtigen Seite und eine einzige Batterie nicht. Die war verkehrt herum drin. Ich frage mich jetzt, kontroverses Thema. Wurde das einfach falsch herum eingebaut wegen Publicity? Weil bei Tesla guckt da jeder ins Detail. Also wenn da was nicht stimmt bei Tesla, dann wird es auseinandergerissen PR-mäßig. Das ist einfach, das geht nicht ohne. Das ist extrem. Da wird wirklich eins auch mal auseinander, also eins im anderen auseinandergerissen. Und da, die müssen das ja schon fast bewusst dahin geschmissen haben. Eine einzige Batterie verkehrt herum einbauen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wenn, dann ist es ja irgendwie ein Problem, das man heben kann. Ne? Ist ja kein Ding. Mal eine Batterie verkehrt oder falsch herumgebaut. Das spielt ja grundsätzlich keine Rolle. Und ist vielleicht auch PR-mäßig oder so ein Ding. Aber ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass ein Ablauf, das immer korrekt läuft, ne? Also immer 1:1 ist, eine einzige Batterie falsch ein oder falsch einsetzt. Aber Optimierung, optimieren, optimieren heißt es nun, hä? Also das funktioniert irgendwie ja schon, es muss ja optimiert werden. Auch bezüglich Laufzeit kann immer wieder optimiert werden oder mit neuen Ideen kann es auch wieder optimiert werden, dass man irgendwie komplett um die Ecke denkt. Aber das, ich denke eher, das ist kein Fehler, sondern eher ein PR-Management der super geilen Sorte. Dass man einfach gedacht hat, hey komm, wir bauen eine ein, dann reden wieder mehr über Leute. Das heißt Publicity, ohne wirklich Werbung zu machen. Und ich glaube auch diesbezüglich gibt Tesla gar keine Werbeeinnahmen aus. Also das ist komplett selbst
ein Selbstläufer bei Tesla, soweit ich es mitbekommen habe. Also das Ding ist echt genial. Und ihr seht schon vielleicht im Hintergrund, eventuell, dass wir schon am Ende der Gelände sind. Oder am Ende des Geländes. Mit 30 Minuten ist so etwa Pi mal Daumen mein Arbeitsweg von Arbeit nach Hause und umgekehrt. Wenn nicht gerade irgendwas passiert. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir durchkommen. So. Und das war's dann auch wieder von mir. Eine halbe Stunde über irgendein Thema quatschen, das vielleicht mit Tesla zu tun hat, vielleicht auch nicht. Ich denke eher, wenn ihr dann die Kommentare schreibt, weil ich nehme jetzt das zweite Podcast auf oder Vlog. Und der erste ist noch nicht veröffentlicht, daher kann ich auf eure Sachen noch nicht reagieren. Aber ich denke mal beim zweiten, bzw. beim nächsten Part, der wird vielleicht sogar schon morgen sein, weil morgen muss ich auch wieder alleine zur Arbeit. Ich bin da auch wieder alleine. Ich kann das nur alleine aufnehmen, weil wenn da die andere Kollegin da sitzt, ist es vielleicht komisch, wenn ich dann oft Hochdeutsch bzw. Deutsch spreche, aber wir ansonsten eigentlich auf Schweizerdeutsch in der Schweiz sprechen. Das klingt immer ein bisschen doof, wenn wir dann das Ganze zusammen so nehmen. Aber ich denke mal, das ist ein guter Anfang. Und bei der nächsten Folge, hoffentlich habt ihr fleißig Kommentare geschrieben, wenn überhaupt. Ansonsten quatsche ich wieder durch. Ist ja eh Zeit, die ich sonst irgendwie nicht gut verbringen kann. So, aber das war's für diese Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wann das sein wird. Keine Ahnung. Bis dahin, einen schönen Tag. Macht's gut und fleißig kommentieren.